Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer YouTube-Reihe Verhandlungstaktik. Ich hatte Ihnen ja letzte Woche schon mal angekündigt, dass wir uns im zweiten Teil mit dem ersten der drei Elemente einer erfolgreichen Verhandlung beschäftigen. Es geht um die Vorbereitung einer Verhandlung. Bevor wir aber über die Vorbereitung sprechen, gilt es erstmal einen ganz wichtigen und zentralen Begriff der Verhandlungsstrategien kurz zu erörtern, denn dieser Begriff spielt eigentlich in allen Elementen, in der Vorbereitung, in der Eröffnung und dann in der eigentlichen Verhandlung eine ganz zentrale Rolle. Das ist der Begriff der Verhandlungsmacht. Bei Verhandlungsmacht unterscheidet man zwischen der Ausgangssituation aufgrund des Sachverhalts am Anfang, wie mächtig ist da jemand, und der Situation, die man selber schafft, aufgrund seines Verhaltens, was wir dann im Laufe der Reihe noch sehen werden. Wenn ich mich vorbereite, habe ich erstmal natürlich nur eine Ausgangssituation. Ich habe einen Sachverhalt, ich habe Parteien hier, ich weiß in etwa abzuschätzen, wer der Stärkere ist, sag ich mal, letztlich. Wenn ich zum Beispiel ein Vertreter eines Konzerns bin, der Verhandlungen mit einem Lieferanten aufnimmt und das ist ein Lieferant unter vielen, dann bin ich der Mächtigere logischerweise. Wenn es ein Lieferant ist, der als einziger das Produkt hat, dann ist der Lieferant der Mächtigere. So unterscheidet man letztlich zwischen sozusagen drei Sachverhalten. Die Verhandlungsmacht ist ausgewogen, beide sind sozusagen unabhängig voneinander, da braucht keiner zwingend das Ergebnis. Das zweite ist, die Verhandlungsmacht hat der Verhandlungspartner 1 auf seiner Seite, wie der Beispiel Konzern mit vielen Lieferanten, ja, oder ein Pitch bei einer Werbeagentur. Ja. Unternehmen kann sich aussuchen, mit wem das Unternehmen zusammenarbeitet. Oder die andere Situation, der Mächtigere ist der andere Teil, der sozusagen nicht zwingend mit einem abschließen muss. So, und ich muss mir erstmal, bevor ich jetzt in die Vorbereitung gehe, mir klar werden, was ist die Ausgangssituation. Die kann ich auch manchmal falsch einschätzen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber im Endeffekt merkt man schon, ist man eigentlich grundsätzlich mal der Stärkere oder nicht. Und je nachdem, wie die Ausgangssituation ist, danach richtet sich dann auch sozusagen, wie man sich vorbereitet. Nehmen wir mal den ersten Punkt der Vorbereitung, das Thema der Agenda. Ich würde immer empfehlen, eine Agenda zu machen, wenn wir in typischen Geschäftsverhandlungen sind. Also natürlich nicht, wenn es um den Partner geht und die Frage, wo fährt man Urlaub hin, und auch weniger, wenn es darum geht, mit den Kindern zu verhandeln, ob sie ihr Kinderzimmer aufräumen müssen, da brauchen wir keine Agenda. Aber in so klassischen, etwas komplizierteren, längeren Verhandlungen im Geschäftsbereich ist es wichtig, tatsächlich eine Agenda zu haben. So, und wenn man jetzt vor dem Hintergrund der Verhandlungsmacht denkt, muss man sagen, am besten ist es, man macht die Agenda selbst und schickt sie dem anderen. Das ist schon mal ein Element, um seine eigene Verhandlungsmacht zu erhöhen. Wenn der andere schneller war und die Agenda macht und sie einem schickt, kann ich nur einen Tipp geben: niemals die Agenda widerspruchslos annehmen, sondern immer etwas verändern. Das sind Kleinigkeiten, das mag dem einen oder anderen als Spielerei erscheinen, tatsächlich ist aber sozusagen das erste Zeichen, dass man mit sich nicht alles machen lässt, ja, dass man selber die Verhandlungsmacht als solches haben möchte. Wenn ich natürlich von Haus aus sehr mächtig bin, ich bin sozusagen der Konzern, der viele Lieferanten da hat, und der Lieferant schickt eine Agenda, dann kann man die auch ruhig mal annehmen, weil das ist egal, ne? Aber wie gesagt, vom Prinzip Agenda selber machen oder zumindest die andere Agenda nicht widerspruchslos annehmen, entweder den Zeitplan umstellen oder noch einen Punkt hinzunehmen oder einen Punkt streichen, irgendetwas verändern und dann zurückschicken. Ne? Zweites Thema der Vorbereitung ist die Frage, an welchem Ort verhandle ich eigentlich, wenn ich dann nicht über Telefon verhandle oder über Skype, sondern tatsächlich vor Ort im 4-, 6- oder 8-Augen-Prinzip unmittelbar. Ist es besser, bei dem Verhandlungspartner zu verhandeln, oder ist es besser, in meinen eigenen Räumlichkeiten zu verhandeln? Das gibt es einen alten Grundsatz, dass man sagt, naja, lass die Leute kommen. Besser ist es, im eigenen Revier zu verhandeln, denn dann ist man vom Prinzip mächtiger, man ist in seinem gewohnten Umfeld, der andere ist nicht in seinem gewohnten Umfeld. Das ist in der Tat etwas, was stimmt, was wichtig ist. Man hat auch den Vorteil natürlich, dass man sozusagen seine gewohnten Hilfsmittel hat. Man kann auch leicht zurückgreifen dann auf Dinge, die man während der Verhandlung braucht, wie beispielsweise irgendwelche Unterlagen, Mitarbeiter, die noch etwas liefern, das Controlling, was auch immer, das HR, die juristische Abteilung, sodass vom Prinzip schon mehr spricht, bei sich selbst zu verhandeln. Es kann aber auch mal anders sein. Wenn es tatsächlich so ist, dass man gerade den anderen, weil er der Schwächere ist, aber man ihn trotzdem braucht, nicht völlig einschüchtern sollte, ist auch mal von Vorteil, zu dem anderen zu fahren, sich in seine Umgebung einzulassen. Das hat nämlich auch Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass man jederzeit aufstehen kann und gehen. Wenn man einen bei sich hat,
funktioniert das nicht. Man kann nicht aufstehen und gehen, man muss den anderen bitten zu gehen. Ja? Das heißt, man kann die Dauer der Verhandlung im Grunde selber bestimmen. Der zweite Vorteil ist, dass man den anderen, wenn man bei ihm verhandelt, viel, viel besser kennenlernt. Wir werden dann sehen bei der Öffnung, dass es da ganz wichtig ist, sich in Gleichklang mit dem anderen zu begeben, sogenannten Rapport herzustellen, ja, sympathisch rüberzukommen, ja, auf den anderen einzugehen, ja, sich gleichzuschalten. Das kann ich natürlich nur, wenn ich den anderen wenigstens ein bisschen kenne. Wenn ich den Verhandlungspartner zu mir kommen lasse, ja, dann sehe ich, wie er angezogen ist, ich sehe vielleicht, wie er redet oder ich höre, wie er redet, ich merke am Händedruck, ist es ein bestimmter Typ oder nicht, das war es aber auch. Wenn ich im Büro des anderen verhandle, dann stehen da Bilder seiner Hobbys, seiner Vorlieben, dann sehe ich, ob der Schreibtisch eher aufgeräumt ist oder nicht aufgeräumt ist, da sehe ich, wie der Verhandlungspartner sich insgesamt verhält in seinem Umfeld und kann viel bessere Schlüsse darauf ziehen, was es für ein Typ ist, um dann so einen Gleichklang herzustellen, auf denjenigen einzugehen. Wie das funktioniert, werden wir dann in dem Teil, in dem es um Rapport, um Eröffnung geht, noch näher sehen. Aber wie gesagt, das spricht auf jeden Fall dafür, auch mal zum anderen zu fahren. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Grundsatz ist also, wenn ich schon eh starke Verhandlungsmacht habe, dann bringt es mir wenig, wenn ich auch noch in meinem Revier verhandle, dann kann man ruhig zu dem anderen fahren. Wenn ich in einer sehr schwachen Position bin, dann sollte ich natürlich versuchen, dass ich bei mir selbst verhandle. Wenn es mir gelingt, ist gut. Oft ist der andere in so einer starken Position, dass es nicht gelingt. Der dritte Teil der Vorbereitung ist dann die Frage überhaupt, treffe ich mich mit dem anderen überhaupt oder reicht nicht vielleicht ein Telefonat, reicht nicht ein E-Mail-Verkehr, reicht nicht das Skype-Interview oder Zoom oder was weiß ich, was es alles gibt. Ja? Muss ich mich da persönlich treffen, ist auch immer sehr aufwendig. Wenn die Verhandlungen von einer gewissen Wichtigkeit sind, würde ich sagen, immer persönlich treffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ganz schlecht ist Verhandeln über E-Mails oder früher was Telefax, macht man ja kaum mehr. Es gibt da eine Untersuchung bei den Juristen, als plötzlich das Telefax eingeführt wurde, vor zig Jahren, es waren ja über 30 Jahre, meine ich inzwischen, da ist die Streitrate bei den Amtsgerichten deutlich in die Höhe gegangen, weil man per Telefax sich ganz gern und ganz schnell mal irgendwas um die Ohren haut, den anderen beschimpft, was man im persönlichen Gespräch nicht machen würde oder auch im Telefonat nicht tun würde. Das ganze Thema ist nochmal eskaliert, als die E-Mails eingeführt wurden. Jeder kennt es vielleicht von sich. Man schreibt eine E-Mail, ist wütend, dann kommt eins zurück und es gibt so eine Eskalationsschraube, das Verhältnis wird immer schwerer. Also über E-Mail, über irgendwie schriftlich zu verhandeln, ist immer eine Sache, die relativ schwierig ist, nur in Standardverhandlungen eigentlich sinnvoll ist. Ja. Telefon, Stück besser, aber man merkt halt die Reaktion des anderen nicht. Das ist auch schwierig, ja. Man kann auf den anderen nicht eingehen. Da ist dann schon besser, wenn man sozusagen die üblichen Videohilfsmittel verwendet, wie Zoom oder Skype oder andere Plattform, die kommen schon einer persönlichen Verhandlung näher, ersetzen die ganze natürlich auch nicht. Deswegen, wenn die Verhandlung von einer gewissen Wichtigkeit ist, treffen Sie sich, reden Sie unmittelbar miteinander. Das wirkt Wunder und Sie werden in der Regel zu Ergebnissen kommen, die Sie nicht schaffen werden, wenn Sie nur telefonieren oder vielleicht auch nicht im Videobereich. Ja, das mal zur Vorbereitung. Also im Grunde haben wir drei Elemente. Wir haben das Erstellen einer Agenda. Wir haben die Frage, an welchem Ort verhandle ich und die Frage, was ist das Kommunikationsmittel letztlich. Ja, das ist mal der erste kleine Teil der Vorbereitung. In der nächsten Folge schauen wir uns die weiteren Elemente der Vorbereitung an. Da geht es dann auch um Zieldefinition, ganz wichtiger Punkt. Und wieder darum, sich sozusagen unabhängig zu machen vom anderen. Geht es im Wesentlichen darum, sozusagen erstmal zu sehen, was ist denn überhaupt meine Verhandlungsrange, ja? Meine ZOPA, meine Zone of Possible Agreement, ja? Was sind meine Alternativen, das muss ich vorher natürlich auch schon vorbereiten und das tue ich am besten wirklich in der Vorbereitungsphase und nicht spontan in der Verhandlung, weil der Stresslevel da der geringste ist und man in Ruhe über alle Themen nachdenken kann. Bis nächste Woche, vielen Dank.